So, da wären wir wieder. Wir haben jetzt einen Kontaktpunkt mit Duna. Wenn wir an der Stelle da für 30 Millisekunden brennen. Ich orientiere mich schon mal ein wenig. Hier. Okay. Der rosa Punkt. Ne, rosa Punkt war das Ziel. Blau ist der Wegpunkt. So. SAS an. Noch ein wenig warpen. Ist ja noch 7 Tage weit weg. Was ein Klacks ist, verglichen mit den 1600 Tagen, die wir schon unterwegs sind. Also ja, es ist sehr gut, dass ich noch nicht die Mods installiert habe für Essen, Trinken und Abfall. Ich will nicht wissen, wie es unseren Jungs da inzwischen gehen würde. Und ich hoffe mal, das geht so weiter. Tank sieht auch nicht besonders gut aus. Wir sind schon unter der Hälfte. Also wenn es danach geht, kommen wir gar nicht mehr zurück. Wobei ich im Hinterkopf habe, dass... Warum haben wir keinen Warp? Doch, haben wir. Das ist ganz schön langsam für Warp, so viel. Naja, wobei ich im Hinterkopf habe, dass wir nicht so viel Treibstoff zurück brauchen, wie wir hin brauchen. Ich hoffe mal, das passt soweit. So, ein Tag, 20 Stunden, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1 Stunde, 10 Minuten machen wir den Größenordner auch nichts mehr aus. So, wir sind an der richtigen Stelle. Wir geben Schub. Und fertig. Ja, jo, wir haben definitiv einen Kontaktpunkt da hinten. Okay. Warp-Faktor Maximum. Einmal rumhuschen. Und dann hoffen, dass wir auch einigermaßen gut eingefangen werden. Oh, du musst auch noch weg. Genau, du verwirrst bloß. Also ja, gut eingefangen werden in dem Sinne, dass wir nicht so viel Treibstoff aufwenden müssen, um einen stabilen Orbit um Duna erstmal herzustellen. Und dann auch möglichst gut in die Orbitachse, Winkel, was auch immer kommen, in der unser Duna-Länder 4.2 ist. Ich glaube, da wird der größte Haken sein. Da werden wir recht viel Treibstoff für aufwenden müssen. Und dann vielleicht nicht genug haben, um zurückzukommen. Und dann haben wir 3 Jungs, die hier quasi festsitzen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich da schummeln könnte, in Anführungszeichen. Also wir könnten wieder eine Rakete losschicken, die wieder versucht, Leute mitzunehmen. Aber die würden dann ja immer noch auf Duna festhängen. Wir können die ja nicht irgendwo zwischen Kerbin und Duna sozusagen parken. Das geht nicht. Und mitten im All docken, ohne eine Umlaufbahn, um einen Planeten zu haben, stelle ich mir sehr... sehr schwierig vor. Also einfach nur mit Umlaufbahn um die Sonne. Und dann ein Dockmanöver hinbekommen. Ja. Nee, will ich gar nicht drüber nachdenken. Wir werden jetzt eingefangen. Und zwar da. Und da werden wir schon wieder rausgeschmissen. 2 Tage 12. Okay, wir haben fast 1 Tag. Um in der Umlaufbahn zu bleiben. Wenn man bedenkt, dass eine Umlaufbahn von 1 Tag um einen Planeten ziemlich, ziemlich schnell vorbei ist in Relation zu normal, wird das kein besonders schönes Einfangen. Also treibstoffintensiv. Aber gut, Warp-Faktor runter. Und gleich wieder runter. So, runter, runter. Komm schon, fang mich ein. Hasst mich. Okay. Und zur... Wow. Oh, da unten ist du, ne? Yeah. Warum habe ich die nicht mehr als Target? Fokus Duna, nein, ich will dich als Target haben, nicht als Fokus. Fokus Risky Lander. Okay, dann halt nicht. Periapsis, Manöver, Gegenkurs. Nee. Nicht ganz so viel. So. Das brauchen wir, um eingefangen zu werden. So, Umlaufbahn. Eine ziemlich, ziemlich große Umlaufbahn. Und das braucht schon 650 Millisekunden. Was aber, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, dass wir so eine richtig große Umlaufbahn haben. Denn von hier außen
dürfte es einfacher sein, die Umlaufbahn so zu kippen, dass sie auf einer Höhenebene ist mit der von dem Länder. Der Länder huscht ja nämlich... Ach du Sch... Der Länder huscht nämlich vollkommen andersrum. Naja, obwohl. Wir müssen das Ding dann einfach... Also wenn ich das jetzt wieder als Teller sehe, müssen wir den Teller da anpacken und bis hier runterziehen. Dass wir dann nicht hier die Umlaufbahn hätten. Und dann halt verkleinern, 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 verkleinern. Aber ja, eins zur Zeit. Erstmal müssen wir das Manöver hier durchziehen. Wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. So. SAS an. Warp an. 8 Stunden und näher kommt. So. Oh, oh, ganz ruhig. 3 Stunden näher kommt. 2 Stunden. 1 Stunde Warp runter. Okay, kurz nochmal hoch. So. 25 Minuten 23. Müsste jetzt eigentlich schon okay sein. 15, 10, 8. Okay, Warp ganz runter. Gib Schub. Jo, eine Menge Schub. Ah, sieht nicht schön aus mit dem Treibstoff. Und das alles nur, um einen Mann nach Hause zu bekommen. Auf Duna haben wir noch auch liegen lassen. Aber ja, wir haben einen liegen lassen, dafür ist ein anderer nach Hause gekommen. Hm. So, eigentlich müsstest du langsam anfangen, nach da zu knicken. Tust du auch, ne? Ja, doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben jetzt 4 Atomdinger da hinten dran. Das müsste eigentlich alles wesentlich schneller gehen. Mehr Treibstoff verbrauchen? Also... nicht effektiv mehr Treibstoff verbrauchen, aber in dem Moment mehr Treibstoff verbrauchen. Oh, schon runter. So, gleich fertig, gleich fertig. Und komm schon. Du willst es doch auch Umlaufbahn. So, Umlaufbahn. So. Du weg. Nochmal gucken, wie die Umlaufbahn von dem hier ist. So. Ach du gute Güte. Okay, wir können uns das so merken. Der Stern da und der Stern da. So muss unsere Umlaufbahn werden. Und so ist unsere Umlaufbahn. Hier anpacken. Vollkommen falsche Richtung, hm? Und wir wurden da von irgendwas eingefangen oder rausgeschmissen. Ja, wir verlassen da die Umlaufbahn von dem Dingens. Das ist nicht gut. Also wir müssen erstmal unsere Umlaufbahn an sich verringern. Da führt nichts dran vorbei. Das können wir auch jetzt schon machen. Wir müssen da nicht genau an der Periapsis sein. So, du erstmal weg. So. Apoapsis ist bei 45 Millionen. 40 Millionen. 35, 30, so. Jetzt dürften wir mehr Spielraum haben. Also, unsere 2 Sterne sind der und der. Überprüfen. Lunar Lander. Nee. Der und der Stern. Was zur Hölle? Der und der. Der und der. So, Manöver. Falsche Richtung. Ja. Also so schon okay. Ne, so ist falsch, so ist falsch. Weg.
Vielleicht erstmal das andere Kippen benutzen? Nein. Das ist echt übel. Wir wollen du. Komm schon, du. So. Das ist nicht das, was ich will. Nicht so richtig. Na gut, lasst mich eine Weile rumgrübeln. Ich versuche jetzt die Umlaufbahn von uns auf die von dem da zu bringen. Vielleicht soll ich dafür erstmal einfach näher ran. Aber ich denke, je näher wir rankommen, desto höher ist der Treibstoffverbrauch für diese Kursänderung. Aber momentan verbrauchen wir halt nur ein paar Meter die Sekunde. Da dran könnte es mehr werden. Könnte, weiß ich nicht. Was ist der Haken? Komm schon, will ich noch nur bewegen. Aber nee, von hier abschätzen sein. Oh. Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Also bleibt ihr doch hier bei mir. Wo bist du denn? Bist nicht hier auf der. Ah, doch, da bist du. So. 5 Tage. Er sehe es an. Da sind wir. Warp, 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 warp. 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag weniger. 8 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden. 2 Stunden jetzt. Okay. 2 Minuten. So, SAS aus. SAS an. Schub. Kipp, 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 kipp. Jetzt kippe ich gleich ein bisschen mehr und gucke einfach, was passiert. Aber ich glaube, wir fallen dann in die Richtung raus. Die Umlaufbahn wird größer. Richtig witzig, das ist doof. Also, sehr schönes Manöver. Du weg. Du bist immer noch so. Das ist immer noch krass anders. Vor allem sind wir auch verschoben. Aber ja, jetzt sollten wir aber erstmal näher ran. Also warpen wir rum. Es wackelt da so wegen Icke. So. Bring dich von 43 Millionen auf was wesentlich Niedrigeres runter. Was fast gar keinen Treibstoff braucht, was aber auch gut ist, weil wir haben fast gar keinen Treibstoff mehr. Wenn das so weitergeht, schaffen wir es gerade mal noch eine Umlaufbahn hinzubekommen, die ähnlich ist wie die von dem Länder. Von wegzukommen, ganz zu schweigen. So effektiv ist es doch nicht, wie ich dachte. 20 Millionen. Ja, wir müssen noch richtig runter. Und dann müssen wir die Seite auch noch runterbekommen. Boah. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Feststoffbooster. Einen größeren Tank in dieser Stage. Das könnte auch echt was rausreißen. Das Problem ist nur, dass wir auch den ganzen Tank mitschleppen müssen, was wieder Gewicht bedeutet. Du bist bei 10 Millionen. Besser vergleichen. Ich denke mal, ich mache jetzt Schluss bei 4,5 Millionen. Dann einmal rumrasen, bitte. So. Warte. So. SAS aus. Gegenkurs raussuchen. Gegensteuern. Und das hier runterbringen. Genau,
nur einfach mehr Schub, dann passt das auch wieder schneller. Sieht irgendwie ein bisschen eierig aus, das Ganze. Aber gut, dich auch auf 4,5 Millionen, dann ist gut. 9 Millionen, 8 Millionen, 7 Millionen. Ist er jetzt mal kurz an. 6. 5. Das müssen wir jetzt auf die Umlaufbahn kriegen. Wie auch immer. Also würde ich mal sagen, hier anpacken den Teller. Manöver, so. Nee, das ist falsch. So, so. So sieht schon mal gut aus. Und dann nur noch ein wenig. Also hier anpacken. Der Daumen ist unten, die vier Finger sind hier oben und dann nach oben wegklappen, den Teller. Dann müsste er auf derselben Ebene sein wie das hier. Jo, sehr schön. 8 Stunden weg, SAS aus. Du bist ja falsch, oder? Es gibt nur einen von dir, kannst gar nicht der Falsche sein. Okay. So, du bist zwischen Kurs und Gegenkurs, richtig? Okay. Warp. Warp, warp. Warp, aber nicht den ganz hohen. Das geht dann viel zu schnell. So, 7,5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eine Stunde. Und 10 Minuten, 5 Minuten reicht mir völlig. So, und Schub. Mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub. Sehr. Gut. So, jetzt wird es aber Zeit für einen neuen Cut. Und ich melde mich wieder, wenn wir auf der ähnlichen Umlaufbahn sind wie der Dunaländer selber. Das kriege ich hin. Das sage ich euch jetzt schon, damit ihr nicht euch wundert, was ich alles gemacht habe, indem ich einfach hier wieder Apoapsis abbremse, Periapsis abbremse, solange bis ich auf derselben Höhe bin wie die Umlaufbahn. Vielleicht ein bisschen höher, weil die ist ganz schön weit unten. Die ist bei 22.000 Meter. Ja, also vielleicht so 30.000, 40.000. Und danach mache ich dieses Kippmanöver, was ich meinte, dass wir von dieser Ebene, die durch eine Umlaufbahn aufgespannt ist, runter gibt werde auf diese Ebene. Es dürfte nur ein minimaler Schubkorrektur sein. Also Kurskorrektur meine ich. Aber ja, dann sehen wir uns gleich wieder.